Ja, hallo und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Heute backen wir Sachsenbrötchen. Dazu machen wir uns erstmal einen schönen Hefeteig aus Dinkelmehl und Roggenmehl, formen uns Brötchen und auf die kommt dann noch eine leckere Schmandcreme mit Frühlingszwiebeln bzw. ich nehme Lauch dazu. Und wie genau das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß dabei! Das Rezept habe ich aus dem Cookie Doo. Ich verlinke es euch wieder in die Infobox. Und wieso die Sachsenbrötchen Sachsenbrötchen heißen, weiß ich jetzt nicht genau. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Ich denke, sie kommen einfach aus Sachsen. Falls ihr da genaueres wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir brauchen für die Sachsenbrötchen folgende Zutaten. 150 Gramm Roggenkörner. Ich nehme Roggenmehl Type 997. Dann 450 Gramm Dinkelmehl, Type 630, einen halben Würfel frische Hefe, 320 Gramm Wasser, 1,5 Teelöffel Salz, eine Prise Zucker, 100 Gramm magere Schinkenwürfel, 4 Frühlingszwiebeln, 2 davon solltet ihr in Ringe schneiden und 2 braucht ihr nur in größere Stücke schneiden. Ich nehme aber Lauch, weil ich habe jetzt gerade Lauch da, deswegen kommt der mit drauf, 300 Gramm Schmand, 1 Teelöffel Kräutersalz, 1,5 Teelöffel Pfeffer und 100 Gramm kernlose Trauben halbiert. Da könnt ihr grüne oder die roten nehmen, denke ich mal. Und ich würde sagen, jetzt legen wir los. Und zwar fangen wir mit dem Hefeteig an. Falls ihr 150 Gramm Roggenkörner nehmt, müsst ihr die noch selber mahlen. Gebt sie also in den Mixtopf und zerkleinert sie 30 Sekunden auf Stufe 10. Ich nehme, wie gesagt, jetzt schon gemahlenes Mehl. Ich habe hier Roggenmehl, Type 997. Ich habe alles hier einfach in den Päckchen so drin gelassen, dass ich euch immer gleich die Typezahl auch nennen kann und dann nicht irgendwas Falsches erzähle. Und deswegen gebe ich jetzt 150 Gramm von dem Roggenmehl in den Mixtopf. Und 450 Gramm Dinkelmehl. Ich habe jetzt Type 630. So, das ist schon jetzt ganz eine ordentliche Portion Mehl. Jetzt kommt ein halber Würfel frische Hefe dazu. Den zerkrümel ich gleich ein bisschen. Und 320 Gramm Wasser. Eine Prise Zucker. 1,5 Teelöffel Salz. Einer und ein halber. Und 100 Gramm magere Schinkenwürfel. Und das waren jetzt alle Zutaten für den Teig. Und den verkneten wir jetzt auf der Teigknetstufe und zwar 2 Minuten 30 zu einem schönen glatten Teig. Ja, der Teig ist fertig. Ich zeige ihn euch gerade mal. Richtig toll. Den fülle ich mir in eine Schüssel um. Nehme dazu wieder meinen Helfer von HS Drucke, Link in der Infobox und der kommt super raus und der Mixtopf ist auch praktisch sauber. Also richtig lecker sieht der jetzt schon aus mit den Speckstückchen da drin. Jetzt kommt der Deckel drauf und ich lasse ihn 30 Minuten an einem warmen Ort gehen. Das heißt, ich stelle ihn jetzt bei mir in meinen Backofen. Ich habe die Kehrstufe angemacht, das sind bei mir 40 Grad und da darf er jetzt 30 Minuten gehen. Und in der Zeit, in der der Teig jetzt geht, müssen wir den Mixtopf kurz spülen und dann machen wir weiter. Ja, meine Lieben, der Mixtopf ist wieder sauber und einsatzbereit.
Meine Brötchen sind noch nicht ganz fertig gegangen, aber in der Zeit, wo die jetzt noch fertig gehen, das sind ungefähr noch so 5 Minuten, können wir uns schnell die Schmandcreme herstellen. Und als erstes kommen jetzt 2 Frühlingszwiebeln in Stücken geschnitten in den Mixtopf. Wie gesagt, ich nehme keine Frühlingszwiebeln, ich habe noch Lauch. Deswegen habe ich mir jetzt so ungefähr 50 Gramm Lauch in Stücken gerichtet. Und der wird jetzt erstmal zerkleinert, genauso wie die Frühlingszwiebeln. 3 Sekunden auf Stufe 8. So, anschließend schiebe ich erstmal alles vom Rand hier mit meinem Spatel wieder runter. Und gebe jetzt 300 Gramm Schmand dazu, also einen ganzen und einen halben Becher. Ja, das passt. Sowie 1 Teelöffel Kräutersalz, 1/2 Teelöffel Pfeffer. Ich mache das wieder mit meiner Pfeffermühle hier einfach so per Augenmaß. So, im Originalrezept wird das Ganze jetzt verrührt. Ich mache es ein bisschen anders. Ich habe jetzt ja noch 50 Gramm Lauch und ich werde davon ungefähr die Hälfte, also 25 Gramm, so Pi mal Daumen, noch dazugeben, weil ich möchte auch noch ein bisschen Lauch in meiner Creme drin haben. Im Rezept ist es nachher so, dass die Creme, wenn sie verrührt ist, fertig ist und ihr die Frühlingszwiebeln, ihr habt ja noch 2 Frühlingszwiebeln, die in Ringe geschnitten sind, die werden nach dem Backen auf den Brötchen, auf der Creme dekoriert. Ich möchte aber, wie gesagt, ein bisschen was auch in der Creme haben. Ihr könnt jetzt gerne auch von den Frühlingszwiebeln, die ihr in Ringe geschnitten habt, einfach zur Creme dazugeben, wie ich das mit dem Lauch mache, oder ihr macht es ganz nach Rezept, also macht es einfach so, wie ihr mögt. Im Rezept kommen jetzt keine Frühlingszwiebeln, kein Lauch dazu. Ich mache das, wie gesagt, ungefähr die Hälfte, ja, so Pi mal Daumen, gebe ich dazu und verrühre das Ganze jetzt 5 Sekunden. Da ich jetzt aber noch meinen Lauch mit dabei habe, mache ich das Ganze einfach mit Linkslauf auf Stufe 3. Ihr könnt es ohne Linkslauf machen. Das ging jetzt ruckzuck. Und die Creme ist somit fertig. Die stellen wir uns jetzt erstmal an die Seite, weil wenn jetzt gleich der Backofen klingelt, das ist der Teig fertig. Und wir können mit den Brötchenformen beginnen. Dann müssen wir uns den Backofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Und ich habe schon mal ein Backblech da hinten hingerichtet mit Backpapier, auf die dann die fertig geformten Brötchen gleich draufgesetzt werden. So, ich mache mir jetzt kurz hier Platz und hole mir dann den Teig. Ja, meine Lieben, hier ist der Teig. Man sieht jetzt nicht besonders, dass er großartig aufgegangen ist, aber es ist auch ein richtig schwerer Teig. Den hole ich jetzt mal hier auf meine Arbeitsfläche raus. Die habe ich ja schon mit ein klein bisschen Mehl vorbereitet. Und den Teig teile ich mir jetzt erstmal in 15 Stücke und aus denen forme ich dann kleine Brötchen. Hiermit hätte ich 15 ungefähr gleich große Stücke. Ihr könnt sie natürlich auch mit dem Thermomix abwiegen, wenn ihr ganz exakt arbeiten wollt. Und diese werde ich jetzt zu kleinen Brötchen schleifen. So, und aufs Blech setzen.
ja, meine 15 Brötchen habe ich geformt. Ich habe sie jetzt doch auf 2 Backbleche verteilt. Das war mir ein bisschen zu eng, das war zu gequetscht. Ich möchte auch nicht, dass die dann irgendwie aneinander backen. Jetzt müssen wir uns leichte Vertiefungen in diese Brötchen drücken. Und ich habe mir gedacht, ich nehme da einfach so ein kleines, ja, das ist so ein kleines Weingläschen. Ihr könnt aber auch vielleicht so ein kleines Schnapsgläschen nehmen. Ich werde mal schauen, mit welchem von beiden es besser funktioniert. Tauche das ganz leicht in Mehl, damit es mir nicht anklebt. Und werde dann hier eine kleine Vertiefung reindrücken. Ja, das funktioniert ganz gut. Mal schauen, ob es mit dem Schnapsgläschen auch gut funktioniert. Ja, also wie gesagt, ihr könnt da euch so ein kleines Schnapsgläschen einfach nehmen und dann eine Vertiefung reindrücken. Immer mal wieder ins Mehl eintauchen, damit euch das nicht am Brötchen anbappt. Jetzt kommt in jede Vertiefung 2 Teelöffel von der Schmandmasse. Ich habe sie mir schon mal umgefüllt, weil ich dann besser an die Masse rankomme und sie besser verteilen kann. Und wie gesagt, 2 Teelöffel kommt jetzt in jede Vertiefung rein. So, das ist aber noch nicht alles. Jetzt kommt auf jedes Brötchen noch ungefähr 100 Gramm kernlose Trauben. Die habe ich halbiert, vorher gut abgewaschen. Ich habe jetzt grüne genommen, ihr könnt aber auch rote nehmen. Und ihr könnt sie verteilen, wie ihr wollt. Ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Ich weiß nicht, ob ich auf alle Brötchen die Trauben drauf mache oder nur auf ein paar. Aber ich glaube, ich lasse ein paar ohne Trauben. Weil mein Mann steht nicht so auf süß-herzhaft, die Kombi, wenn ihr wisst, was ich meine. Und deswegen lasse ich einfach ein paar weg. Könnt ihr natürlich machen, wie ihr mögt. Ja, ich glaube, die lasse ich ohne und hier mache ich die Trauben drauf. So, wer mag, kann jetzt natürlich auch noch von den Frühlingszwiebeln oder dem Lauch draufgeben oder erst nach dem Backen. Ich mache jetzt noch so ein paar Ringe hier vor dem Backen drauf und vielleicht auch noch ein paar Ringe nach dem Backen. Ich werde mal sehen. So, und bei der ohne die Trauben sieht es natürlich jetzt schöner aus, wenn da oben auch noch ein bisschen was an Lauch oder Frühlingszwiebeln drauf ist. Ja, so gefällt mir das ganz gut. Jetzt kommen die Brötchen in den Backofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für circa 20 bis 25 Minuten. Und ihr wisst ja, habt ein Auge drauf, denn jeder Backofen backt anders. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und ich backe meine Backbleche nacheinander ab, nicht gleichzeitig. Ich finde, es gibt ein schöneres Ergebnis. Ja, mein Lieben, das erste Blech mit den Sachsenbrötchen ist fertig. Ich zeige es euch gerade mal. So lecker sehen sie jetzt aus. Ich habe sie noch mit ein bisschen frischem Lauch verziert und sie waren jetzt bei mir 25 Minuten im Backofen. Ich habe sie auf die vorletzte Schiene von unten getan und dort gebacken und sie duften, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Der Speck mit dem Lauch zusammen, hier duftet es so genial, köstlich in der Küche. Ich muss mich gerade beherrschen, dass ich nicht schon eins mir einverleibe. Aber sie sind leider noch ein bisschen zu heiß. Ich muss noch etwas warten. Die lassen wir uns auf jeden Fall heute Mittag und dann heute Abend meinen Mann schmecken. Lasst mich mal gerne wissen, ob ihr so süß-salzige Kombinationen mögt. Ob ihr das mit Obst, mit den Träubchen und dem Speck, ob ihr sowas mögt und ob ihr da drauf steht. Würde mich mal sehr interessieren. Ja, und dann bedanke ich mich schon wieder, dass ihr bei mir reingeschaut habt. Wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Lasst sie euch gut schmecken. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis bald. Tschüss, mein Lieben. Tschüss.